So, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen wieder mal bei Peru Plays. Ich bin der Peru und wir zocken wieder On the Road, was ja nicht nur ein toller Truck-Simulator ist, sondern auch ein Wirtschaftssimulator und zwar ein richtig guter, finde ich. Und das heißt, wir müssen planen, nämlich unsere Touren. Und dieses Tutorial, ja, widmet sich eher den Anfängern, die Profis, ich glaube, die wissen da in- und auswendig Bescheid. Ich möchte den Anfängern insbesondere nahebringen, wie ihr für eine optimale Auslastung eurer Trucks sorgt, damit die immer pumpevoll durch die Lande wackeln und schnell Umsatz generieren. Denn je schneller ihr Umsatz generiert, desto schneller steigt ihr im Level, desto schneller könnt ihr neue Angestellte und Fahrzeuge in Dienst stellen. So einfach ist das. Ja, ich stehe gerade ein bisschen dumm in Dortmund rum. Als Beispiel ist das jetzt gerade nicht so toll. Deshalb nehmen wir jetzt mal eine meiner Fahrerinnen. Also mittlerweile habe ich 6 Angestellte hier. Ihr seht schon hier Tag 33. Wir sind aktuell auf Level 8. Ganz stramm auf dem Weg zu Level 9. Und wir haben ein aktuelles Guthaben von knapp 3,5 Millionen Euro. Also da geht schon was, ne? Gut, also wir nehmen jetzt, wie gesagt, eine Kollegin. Wir nehmen jetzt hier mal die Janine. Die steht gerade in Hamburg. Ist ein bisschen verdeckt hier durch die Natalie. Da ist sie. So, und ich habe es zum Anfang immer so gemacht. Ich weiß, dass viele Anfänger das machen, dass sie eine einfache Tour nehmen. Was weiß ich, Hamburg, Bremen oder nach unten Hamburg, Hannover. Man macht natürlich deutlich mehr Umsatz, wenn man Zwischenstationen einbaut, weil man kriegt an seinem Lieferanten oder bei seinem Lieferanten manchmal den LKW nicht komplett voll. Ne? Dann kann man natürlich wahlweise entweder in der Stadt nach einem anderen Lieferanten suchen, der was hat für sein Zielgebiet. Oder wie gesagt, wie ich es mache, ich baue eben halt Zwischenstationen ein. Da fahrt ihr hundertprozentig immer voll. Ne? Kleiner Tipp noch für die Aktion, die wir jetzt starten. Vielleicht einen Taschenrechner bereithalten oder ihr habt ja bestimmt auch einen auf dem Handy, weil das ist gar nicht mal so dumm, weil wir arbeiten hier doch mit größeren Zahlen, gerade wenn man mit einem Gigaliner durch die Lande fährt oder mit einem Sattelschlepper, ne, damit man da wirklich auf den Punkt rechnen kann, was man zuladen kann. So, also, die Janine Niggemeier steht jetzt gerade beim Truck Service in Hamburg. Ich werde sie dort nicht aufladen lassen, sondern beim Worldwide Shipping gleich hier oben drüber. Warum? Es ist so, wenn ihr plant, ja, ein Fahrzeug zu beladen und ihr steht unmittelbar bei der ersten Station, also würde die Janine jetzt hier direkt beim Truck Service aufladen, dann wären eure Beladungseinträge gleich hier in der Liste innerhalb von Sekunden weg, weil die natürlich sofort einlädt. Ich finde das ein bisschen doof wegen der Übersichtlichkeit. Deshalb nehme ich immer die nächsten Lieferanten von meinem aktuellen Standort, weil dann bleibt das da stehen, die Beladenoption, weil die Janine fährt erst los, wenn ich die Planung abgeschlossen habe, vorher nicht. Also, fangen wir mal an. Worldwide Shipping. Ich habe eben gesagt, Hamburg, Bremen, Hannover. Das heißt, wir können jetzt für Bremen als auch für Hannover zuladen. Jetzt schauen wir mal, was Worldwide Shipping hier für uns zu bieten hat. Und jetzt sieht es noch ein bisschen mau aus. Da ist Bremen, der Logistik-Hub. Den laden wir mal auf. So. Und das bleibt hier jetzt auch stehen, weil, wie gesagt, die Janine fährt nicht los, bevor wir den Auftrag beendet haben, also die Planung beendet haben. Entschuldigung. Ein paar Sachen sind ganz wichtig, die ihr euch merken solltet. Deshalb gehen wir mal kurz darauf ein, was ihr hier seht, wenn ihr die Route plant. Ihr seht hier oben rechts die Gesamtzuladung dieser Lieferung. Also wir haben hier 6x400 Kilogramm Kantholzer. Das sind also 2400 Kilogramm. Und ihr seht hier rechts unten die Gesamtzuladung, die ihr mit eurem Truck zur Verfügung habt. Na, also die Janine fährt hier mit einem Kofferwagen und einem Tandemkoffer als Anhänger. Die hat 21.000 Kilo Volumen. Davon belegen wir mit dieser Ladung hier, und das seht ihr gleich dahinter, 11%. Das sind so die Daten, die ihr immer im Auge haben solltet. Nicht, dass ihr euer Fahrzeug überladet, weil dann könnt ihr den Auftrag nicht fahren. Ihr müsst den überhängenden Auftrag, ja, stornieren und das kostet eine Strafgebühr. Das muss natürlich nicht sein, ne? Also diese Sachen behalten wir im Auge. Zuladung insgesamt, unsere Zuladung und wie viel davon bereits belegt ist. Darauf immer achten. So, damit haben wir schon mal den ersten Auftrag und wir schauen jetzt mal weiter. Da haben wir zum Beispiel den nächsten Auftrag, Hannover. So. Und jetzt müssen wir anfangen zu sortieren, und das ist ganz wichtig. Wenn ihr wollt, dass ihr oder eure Angestellten effektiv fahren, ja,
Ihr müsst diese Aufträge sortieren. Das macht das System nicht alleine. Also, sie würde jetzt, so wie es hier steht, in Hamburg beladen, nach Bremen fahren, dann wieder nach Hamburg fahren und dann nach Hannover. Was natürlich Blödsinn ist. Das heißt, wir müssen den zweiten Beladenauftrag hier nach oben schieben. Na? Also, erst belädt sie die Kanthölzer, dann die Ziegel, sind das hier genau. So, und jetzt seht ihr hier auch schon beim zweiten Beladenauftrag, hier hat sich jetzt auch die Prozentzahl geändert. Na, die Lieferung umfasst 4800 Kilo Lieferung und das sind 34% insgesamt von unserer Ladefläche, die jetzt schon belegt sind. Na, hier seht ihr das. Na, hier sind also jetzt aktuell 7200 Kilo von 21.000 Kilo belegt. Na, wie gesagt, immer im Blick halten. So, die Reihenfolge stimmt hier jetzt auch. Das heißt, wenn sie beladen hat, fährt sie erst nach Bremen, dann nach Hannover. Na, also das müsst ihr natürlich auch immer im Blick behalten, dass die Fahrtroute stimmt. So, schauen wir mal weiter. Da ist jetzt zum Beispiel wieder was für Bremen. Die guten Kanthölzer. So. Hier schieben wir natürlich wieder den Beladenauftrag nach oben unter den letzten Beladeauftrag. Ist ja klar, ne? Das sind jetzt 2000 Kilo, die wir zugeladen haben. Gesamtgewicht 9200 Kilo. Und das sind 43% unserer belegten Ladefläche jetzt. So, jetzt müsst ihr aber nochmal sortieren, weil ihr seht jetzt hier entladen, Bremen, Hannover und dann wieder Bremen. Das geht natürlich nicht, weil dann fährt die hin und her. Also schieben wir den Logistikauftrag für Bremen eine Position nach oben und ihr seht, jetzt haben wir wieder die richtige Reihenfolge. Na, also immer darauf achten, dass zum Schluss eurer Planung die obere Hälfte nur beladen ist und die untere nur entladen und natürlich entsprechend sortiert. Ihr müsst auch, wenn ihr mehrere Stationen in der Stadt anfahrt, darauf achten, dass das eine logische Reihenfolge hat, weil sonst fahren ihr oder eure Mitarbeiter völlig sinnlose Schleifen, müssen ein paar Mal durch die Stadt fahren, was natürlich ungemein viel Zeit kostet. Das könnt ihr euch sparen. Schaut immer darauf, dass die Planung logisch ist. Ne? Also jetzt hier mal als Beispiel Worldwide Shipping, dann Easy Tank, dann Novations, das wäre so ungefähr eine Route. Ne? Blödsinn wäre es natürlich, wenn wir sagen Brutto, dann Mubi Conti, dann Easy Tank, das ist ja kreuz und quer durch die Stadt, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ne? Gut, vielleicht haben wir jetzt auch mal so ein Beispiel, dass wir mal zeigen können, wie man das innerhalb der Stadt dann zum Beispiel dann auch machen kann. Also das Prinzip ist natürlich dasselbe. Ne? Also ihr schiebt natürlich wieder mit den Rauf- und Runter-Scroll-Tasten den Auftrag da, wo er hinpasst. So, Logistik-Hub Hannover. Ich hätte gern mal ein anderes Ziel in Bremen oder Hannover, damit ihr mal seht, wie man das am besten macht, wenn innerhalb der Stadt noch ein anderes Ziel ist. Ja, guck mal, hier haben wir Hannover Nordhafen. Guck mal, das ist jetzt schön. So, hier haben wir jetzt 3000 Kilo Ziegel. Und ihr seht schon, so, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Beladen, beladen, beladen. Alles richtig, okay. So, jetzt als erstes natürlich wieder den Beladenauftrag nach ganz oben zu den anderen Beladenaufträgen. So, zack, zack. So, haben wir schon, okay. Ne, guck mal, da haben wir jetzt schon über 12.000 Kilo beladen. Also 58% unseres Trucks sind schon beladen. So, und jetzt haben wir Endstation zwar Hannover, aber diesmal nicht den Logistik-Hub, sondern den Nordhafen. Jetzt gucken wir mal, wo der Nordhafen ist. So. Das seht ihr jetzt hier wunderbar auf der Karte. Ihr kommt jetzt hier runter vom Norden nach Süden. So. Dann fahrt ihr in die Stadt rein. Das ist jetzt die gelbe Linie. Das ist jetzt die Tour zum Logistik-Hub, ist die gelbe Linie. Das seht ihr hier ja auch. Die sind ja eigentlich farblich auch sortiert. So, und hier ist witzigerweise die Reihenfolge, natürlich rein zufällig, völlig richtig. Er fährt zuerst zum Logistik-Hub, entlädt dort und dann fährt er weiter zu Worldwide Shipping und entlädt dort. Klar, ne? Wäre es jetzt umgekehrt, ja, also hätte er jetzt die Tour anders geplant, erst Worldwide Shipping und dann Logistik-Hub,
Dann hätten wir natürlich diese beiden Positionen tauschen müssen, damit er keine Schleife fährt. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen verständlich ja, verdeutlicht. So, da das jetzt ja schon mal richtig gut läuft hier, schauen wir mal. Also die Janine hat jetzt nicht so die riesen Ladekapazität, also die können wir gerne zusammen hier komplett durchplanen. Wir können jetzt eigentlich hier richtig munter drauf losplanen. So bei 80, 90% sollte man aufpassen, also wenn man 80, 90% Beladung erreicht hat, dass man da ganz gezielt nur noch belädt. Da kommt dann der Taschenrechner zum Einsatz, ne? Wie viel geht da noch auf? Deshalb mache ich das jetzt hier mal ganz einfach ohne Kommentar mal kurz fertig hier. So, hier haben wir jetzt 66%. Das ist alles hier noch im Rahmen. Wie gesagt, hier das Verschieben nicht vergessen. Immer wieder ganz wichtig. Und ob ihr gut geplant habt, und das möchte ich nochmal ganz kurz anmerken, das seht ihr auch optisch, nämlich an den farblichen Linien. Jede Tour bekommt eine Farbe zugewiesen. Und daran könnt ihr sehen, wie euer Fahrer oder ihr fahren werdet und ob diese Route logisch ist. Ansonsten, wie gesagt, müsst ihr nochmal innerhalb der Routenplanung verschieben, dass eine logische und möglichst kurze Strecke entsteht, ne? So. Und wie ihr seht übrigens, die Janine steht immer noch da, wie ich gesagt habe. Ne? Also sie hat auch noch nichts beladen. Sie macht nichts, bevor wir mit der Planung fertig sind. Ne? Und das ist der Grund, warum ich immer ja, den nächsten Lieferanten in der Nachbarschaft nehme und nicht den, wo ich gerade stehe. So, was haben wir hier noch? Hamburg, Magdeburg, Berlin, Kassel, Duisburg, Berlin, Köln, Berlin, Kassel. Na, wird da noch was für uns dabei sein? Wir wollten doch die Pumpe voll machen hier. Kiel, Bremen. Siehst du? Ist jetzt nicht so ein großer Auftrag, aber. So. Hier wieder dasselbe Spiel. Hochschieben, hochschieben, hochschieben. Hier natürlich auch jetzt darauf achten. Bremen ist ja in der Mitte der Tour. Da müsst ihr natürlich dementsprechend das auch wieder einsortieren. Also auch den Entladevorgang. Wenn man natürlich, und ich weiß, das ist manchmal ein bisschen nervig, schon mehrere Fahrer hat, also ich habe ja jetzt auch schon mittlerweile 6 Stück, ja, ist es natürlich manchmal so ein bisschen, ja, nervig, ne? Also noch ein Auftrag und noch ein Auftrag und manche sind ja auch kleiner und da hat man mal so 3, 4 Seiten für die Routenplanung. Das kann manchmal ein bisschen nerven. Aber Leute, es lohnt sich. Ich mache es zum Beispiel immer so, bevor ich am Tag eine Session beginne, plane ich für mich zum Beispiel eine größere Route und bevor ich losfahre, teile ich die gesamten Mitarbeiter ein und wenn ich dann fertig bin, dann fahre ich los und ja, in der Zeit fahren die Kollegen dann ganz brav ihre Tour ab. Na, so mache ich das jedenfalls. Wie ihr das macht, müsst ihr natürlich wissen, ob ihr auch immer alle Kollegen einplant, dass die fahren. Wie gesagt, das müsst ihr alles selber wissen. So, hier haben wir jetzt Glück, da müssen wir unten bei Entladen gar nichts schieben, weil Hannover Nordhafen ist ja sozusagen die Endstation dieser Tour. Jetzt schieben wir mal hoch. Jetzt müssten wir ja eigentlich so langsam an den Punkt kommen, wo wir schon einigermaßen voll sind. Ich glaube, hier hinten haben wir schon. Ja, da ist auch schon beladen Auftrag. So, also wir haben jetzt hier 79% unserer Ladefläche beladen. Na, also wir haben hier 16.700 Kilo insgesamt. So. Wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel den Rechner anschmeißen, 16.700 Kilo. Und die müsst ihr ganz einfach abziehen von 21.000 Kilo. Da bleiben 4.300 Kilo, die ihr jetzt noch zuladen könnt. Deshalb, wie gesagt, ist gar nicht mal so dumm, wenn man sich da einen Taschenrechner zurechtlegt, damit man den wirklich pumpevoll bekommt. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt auch. Ich meine, gut, 90 oder 98% soll mir auch reichen. Wir wollen jetzt hier nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich suche jetzt gerade mal einen größeren Auftrag. Vielleicht haben wir ja was hier mit. Guck mal hier, 4.500 Kilo. Sowas Ähnliches, ein bisschen weniger bräuchten wir, damit unser Truck voll ist. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir sowas finden. Brin 2000. Der geht nach Hamburg. Von Nordhafen 2400. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. 2400 Kilo, das ist schon mal ein Schritt nach vorne hier.
So. Den können wir unten auch wieder stehen lassen, ne? Beladen. Wie gesagt, ist sowieso Endstation hier in Nordhafen. Dann schieben wir den Beladenauftrag nach oben. Na, wo ist er denn jetzt? Bin ich jetzt blöd? Habe ich den wieder runtergeschoben? Tatsache. Entschuldigung. Jetzt habe ich nicht genau hingeschaut. So. Müssen wir fast bis da ganz oben. So, und jetzt wird es ein bisschen knapp. Jetzt haben wir 19.100. Ich bin hier schon nebenbei am Tippen, weil ich bin faul. Wir haben noch 1.900 Kilo jetzt übrig. Und ich hoffe, wir finden jetzt zum Abschluss noch einen Auftrag, der irgendwie beim anderen Auftraggeber in der Stadt ist, damit ich euch mal zeigen kann, wie man innerhalb der Stadt plant, wenn noch ein anderer Lieferant in derselben Stadt ist. Aber irgendwie haben wir da kein Glück. Also ist jetzt ja auch nicht schlimm, aber ich hätte euch das eigentlich schon gern gezeigt. Schauen wir mal. Aber nur für Dagmar, da hätten wir 4.000 gehabt, ne? So. Guck mal, das soll uns reichen. Also wir haben 1.900 Kilo noch übrig. Ach, das geht nach Hamburg. Und jetzt machen wir jetzt nicht. Nein! Ich dachte, das wäre Bremen. Sorry. 4.000, 4.000 haben. Ich lese schon so schnell ich kann. Logistiker Hannover. Hab Bremen. Guck mal, da haben wir es. Das soll uns reichen. Ne? Also dann bleiben 700 Kilo übrig, aber das ist jetzt. Das reicht. Ja, also damit ist eigentlich der Truck voll. Also ich schneide das jetzt ganz bewusst nicht heute hier, weil dass ihr immer wieder mir hier auch auf die Finger schauen könnt, dass ihr sozusagen Learning by Doing und Watching vor allen Dingen seht, wie das Ganze aussehen sollte. Ich finde das hier gerade wichtig, dass man das auch sieht. Weil das ist manchmal besser als jedes erklärende Wort, das zu sehen. So, also, wir haben jetzt hier 20.300 Kilo erreicht. Wir haben sogar 800 Kilo. Hä? Wie rechnet der denn? Egal. Wir haben jetzt 800 Kilo noch übrig. Nee, 700. Nee, doch, stimmt. Was rege ich denn hier eigentlich? Ich rede in Dünnschiss heute. Natürlich, 700 Kilo haben wir übrig. Die lassen wir jetzt sein, weil so einen kleinen Auftrag kriegen wir nicht. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Kaffee nippen, sowieso. Entladen. Logistiker Bremen, den müssen wir natürlich noch nach oben schieben. Klar. Und damit ist die Tour komplett. Und hier seht ihr jetzt nochmal farblich natürlich auch dementsprechend mit den Touren gekennzeichnet, wie ihr fahrt. Jetzt habt ihr eine hundertprozentige, fast hundertprozentige Auslastung vor eurem Truck. So mache ich es immer. Man kann natürlich noch weitergehen. Man kann jetzt sagen, ich starte in Hamburg. Jetzt sehen wir ja hier, wir haben zwei Ladungen in Bremen, die wir entladen. Da haben wir einmal 4.800 Kilo. Und jetzt darunter haben wir nochmal 3.600 Kilo. Das heißt, ich könnte dieses Volumen, was ich jetzt habe, ich rechne das mal nochmal kurz zusammen, 3.600 habe ich gesagt und 4.800 Kilo. Das heißt, wenn wir in Bremen entladen haben, könnten wir, oder ihr, wenn ihr lustig seid, danach diese 8.400 vor Ort natürlich nachladen. Dann fahrt ihr mit 100% weiter nach Hannover. Das ist, wenn ihr euch das zutraut, gerne, ist natürlich eine unheimliche Fummelei. Und ihr dürft nicht vergessen, ihr macht das ja nicht nur für euch, sondern auch für eure Kollegen. Na, also ihr müsst wissen, was euch das wert ist oder wie dringend ihr Geld braucht. Aber wie gesagt, selbstverständlich, das, was ihr an einer Station entladet, könnt ihr natürlich gleichzeitig dort wieder aufnehmen, um es zum Zielort zu bringen. Dann habt ihr während der gesamten Fahrt noch hundertprozentige Auslastung und natürlich noch mehr Umsatz, wenn ihr an eurem Zielort, nämlich in Hannover in diesem Fall, ankommt. Wie gesagt, das geht mir ein bisschen zu weit, weil wie gesagt, ich merke das jetzt schon mit sechs Angestellten. Das ist schon eine ganz schöne Arbeit. Aber wie gesagt, es lohnt sich und wenn ihr das konsequent durchzieht, wie gesagt, macht es am besten, bevor ihr selber losfahrt. Plant eure Angestellten durch, dann plant ihr eure Fahrt und los geht's. Eure Angestellten arbeiten dann im Hintergrund für euch und am Ende des Tages habt ihr richtig großen Batzen Geld. Ne? In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit der Planung in On the Road. In diesem Sinne wünsche ich euch dann gute Fahrt.
und gute Geschäfte. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Follow, würde ich mich darüber freuen. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hey Leute, unterstützt meinen Kanal und holt eure Lieblingsgames ohne Mehrkosten bei meinem Partner Instant Gaming. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Dankeschön!